Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin mit den schönsten Bildern unten drunter. Das machen wir heute auch wieder. Wir waren auf Aida Nova und haben ein bisschen für euch gedreht. Wir haben die Show Nashville mal begleitet. Großartige Show und es gibt Tränen. Danach haben wir mit Captain Falker gesprochen. Auch ein sehr schöner Beitrag. Und dann lernen wir Emilia kennen. Die haben wir zufällig getroffen und da haben wir gedacht, so eine richtige Influencerin, die wollen wir auch mal kennenlernen. Viel Spaß! Ein emotionales Highlight auf Aida Nova ist die Show Nashville. Einfach nur Musik. Von der Eledeli Band, aufgenommen hier bei uns in der Halle und auf der Bühne die Sänger live. Kein großes Kostüm, kein Schnickschnack, kein Getanze, einfach nur tolle Lieder. Und auf den LEDs drumherum gibt es ein bisschen Informationen. Und wir haben das mal begleitet, haben die Gäste gefragt, wie es ihnen gefallen hat. Und ich verspreche euch eins, am Ende gibt es Tränen. Guck mal. This show is so different to anything else that you find on an Aida ship, especially the stage in general. I can perform to people sitting above the LED screens, that never usually happens. The show is so exciting. There's so many different harmonies and there's live instruments on stage. We have a band to interact with on the LED screens. I just find it really exciting. Rising up through the air. Das ist eine Kombination. Erstmal geht das Publikum richtig so mit und dann ist es natürlich auch bekannte Musik. Das Publikum kann auch teilweise mitsingen, ein bisschen klatschen. Ich kenne die Musik, ich darf ganz viele freie Sachen machen auf die Bühne. Die Klamotten auch tatsächlich, so würde ich auch privat aussehen. Also das ist, ja, ist genau meins eigentlich. Wir sind so viel durch Amerika gereist und wir haben auch ganz, ganz viele kleine Gaststätten oder Burger-Restaurants kennengelernt, wo genau die Musik auch wirklich gespielt wird. Also, das ist, ja, genau Amerika. Also Aida. So, dieser Retro-Style kommt voll gut rüber. Ja. Ja, ist wunderbar, so dass man so schön nah dran sitzt, mitmacht, dass die Texte da oben stehen, dass man immer mitsingen kann, egal ob man es kennt oder nicht. Sie können super singen, das passt super mit der Optik, mit dem Videofilm, klasse. Ja, die haben auch sehr zum Tanzen bewegt. Yeah, the kids enjoy it. I think it's definitely a show for every age. Maybe they haven't grown up listening to the music, but they feel the music, they feel the rhythm, and they just want to get up and dance, which is really cool for us because then we feel like we've made a connection with them. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich muss weinen, so schön ist das. Und guck die ganzen Kinder. Das ist genau das, was ich bin. Das. Kommt alle auf Aida Nova, macht mit Nashville Just Good Music. Viele von euch freuen sich ja, wenn wir ihnen Kapitäne vorstellen. Und da haben wir uns gedacht, komm, hier ist der nächste, Kapitän zu Falker. Auf Aida Nova haben wir ihn getroffen und er erzählt ein bisschen aus seinem Leben. Also mein erstes Schiff, das war die CSAV Venezuela, ein Frachter mit 1700 Stellplätzen für Container, Containerfrachter. Und wir hatten damals hier 20 Mann Besatzung und ich war in der Karibik im Einsatz. Also USA, Texas bis runter nach Honduras haben wir im Prinzip die Rundreise durch die Karibik gemacht. Das allererste Schiff war die Aida Aura. Am 10. August 2010 habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben ein Kreuzfahrtschiff betreten, als Staff Captain. Also spannend und aufregend war es natürlich, weil es einfach, ich sag mal, etwas Unbekanntes war, nach vielen Jahren in der Seeschifffahrt wieder in einem Segment zu beginnen, wo man sich im Prinzip überhaupt nicht auskennt. Das war natürlich schon sehr aufregend und natürlich war es irgendwo auch sehr anstrengend, weil man musste irgendwie erstmal sehr, sehr viel Neues lernen. Also das Konzept und das Prinzip Kreuzfahrtschiff verinnerlichen und damit einhergehen sehr viele neue Vorschriften, neue Prioritäten müssen gesetzt werden, weil Gäste zu transportieren oder nicht sprechende Ladung zu transportieren ist halt schon ein Unterschied und das muss man natürlich erstmal auch verinnerlichen. Das dauert seine Zeit.
Also ein Kindheitstraum war es nicht, aber es war, wenn man so möchte, dann schon ein Jugendtraum. Also während meiner Schulzeit kam die Idee auf. Durch einen Zufall bin ich darauf gestoßen, habe mir das ein bisschen genauer angeguckt, vereinfacht gesagt, und habe mich dann ins Abenteuer gestürzt. Ich wusste selber nicht genau, worauf ich mich da einlasse, aber offensichtlich hat es ja dann doch geklappt. Und ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei. Also ich kann das nach wie vor empfehlen. Jemand, der seinen Traum verwirklichen möchte, der soll es auf jeden Fall versuchen. Es kommt nicht darauf an, ob man dann wirklich irgendwann mal auch längerfristig in der Seefahrt Fuß fasst. Es kommt darauf an, dass man das probiert, was man, ich sag mal, mit seinem Herzblut verfolgen möchte. Das unter Umständen Bessere kann man erst dann finden, wenn man den ursprünglichen Weg begangen hat. Also wer mit der Seefahrt anfangen möchte, soll es auf jeden Fall probieren. Man hat einerseits den professionellen Blick, wenn man auf die See hinaus schaut. Ab und zu kann man dann aber doch noch umschalten und auch, ich sag mal, einfach die Schönheit dieser Landschaft und die unglaublich vielen unterschiedlichen Farbenspiele eines Meeresozeans auch nochmal genießen. Eigentlich ist AIDA Nova innerhalb von ganz kurzer Zeit eins meiner Lieblingsschiffe geworden. Erstmal ist sie wunderschön ausgestattet, hat eine unglaubliche Vielfalt auch an Örtlichkeiten, wo man sich gemütlich hinsetzen kann, wo man essen kann, wo man trinken kann, wo man stehen kann, wo man gucken kann, all das. Aber besonders toll finde ich, dass wenn man abends, ein bisschen später nach der zweiten Show, so einfach an Bord längs cruist, ist das wie durch eine kleine Stadt bummeln. Und in der Streetfood Corner haben wir beim Bummeln Emilia kennengelernt. Emilia ist Influencerin, und was die uns erzählt hat, das seht ihr jetzt. Es ist jetzt nach 22 Uhr. Ich bin hier auf AIDA Nova in der Streetfood Corner. Und ihr glaubt nicht, wen ich hier treffe. Wir haben ja praktisch überhaupt keine Follower, also vielleicht diese 50.000 oder irgendwie sowas alles. Aber hier sitzt jemand vor mir, der hat 43.000 Follower. Emilia, kennt ihr, oder? Guck mal. Hallo, ich bin Emilia, eine junge Influencerin, und ich mache Instagram, poste Videos und zeige Einblicke aus meinem Leben. So, Freunde, so geht Marketing in der Streetfood Corner. So funktioniert das. Da trifft man die Stars hier am Bord der AIDA Nova, und wir haben es nicht mal gewusst, dass sie da ist. Was machst du sonst so in deinem Leben? Essen, schlafen und genau, halt wie gesagt, auf Instagram bin ich sehr aktiv und poste Einblicke aus meinem Leben, zeige, wo ich bin, und vor allem hier gerade auch auf der AIDA Nova bin ich sehr aktiv. Und ja. Als ich jung war, da gab es noch keine Influencer. Und auf die Frage, was machst du denn so, habe ich immer gesagt, also meine Hobbys sind. Und dann habe ich gesagt, ich gehe noch zur Schule. Das machst du aber nicht mehr. Du bist raus aus der Schule, oder? Natürlich gehe ich noch zur Schule. Ja, klar. Und will auch mein Abitur machen und alles. Okay. Natürlich. Okay. Und das will ich danach wahrscheinlich, also auf jeden Fall, als Nebenjob machen. Ja, also auf gar keinen Fall als Hauptberuf. Und wie, jetzt muss man reden, mal über AIDA Nova. Wie gefällt es dir denn hier? Extrem cool. Echt? Ja. Ja? Ja. Würdest du anderen Leuten, die du influenzt, sagen, dass sie auch mal herkommen sollen? Ja, auf jeden Fall. Mache ich auch schon. Dürfen eigentlich junge Mädchen Werbung machen für uns? Ich weiß das gar nicht so genau. Schauen wir mal. Einblicke aus meinem Leben, ja. Also von der AIDA so, ja, quasi. Echt? Ja, und alle schreiben mir dann, ich träume auch schon davon, auf der AIDA zu gehen, und genau. Mehr geht nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Hab echt was gelernt, und wir haben richtig was getan für die Kollegen vom Marketing. Guckt euch das an. Influencer, zack, 43.000. Zack. So sieht's aus. Dankeschön. Und wenn ihr mehr wissen wollt über uns, unsere Reisen, über Destinationen, über AIDA Nova vor allem, dann geht in euer Reisebüro oder auf www.aida.de. Und meine Verlockung der Woche übrigens ist AIDA Nova im November. Und eure Verlockung der Woche für diese Woche kommt hier. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Kopenhagen und Aarhus. Es geht weiter nach Oslo und Kristiansand. Die nächsten Häfen sind Flåm und Bergen. Noch ein Halt in Stavanger, und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder mit der wundervollsten Musik von Bord. Und heute postet ihr hier unten drunter mal eure schönsten Bilder von AIDA Nova. Und wenn ihr noch nicht auf AIDA Nova wart, dann dürft ihr auch Bilder von euren schönsten Schiffen posten. Schöne Woche wünsche ich euch. The pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast.
They're starving with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, and the nightmare we are programmed to see. You can check out anytime you like, but you can't ever leave. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place.